Leute, hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Tipps, Tricks and More. Und Leute, heute sitze ich hier mal wieder mit Holger zusammen. Und Holger hat mir was erzählt schon vor einigen Tagen, was mich zum Denken angeregt hat. Er hat mir ein paar Punkte runtergezählt und hat gesagt, Leo, wir werden paradiesische Zustände erreichen. Holger, was hat es damit auf sich? Also dich hat es wahrscheinlich umgehauen und Leute, ich kann es verstehen, wer so eine These jetzt in den Raum stellt, ja, der wird natürlich für wahnsinnig gehalten im Moment. Genau, gerade mit dem, was wir gerade alles so genau, erleben. Genau, was wir gerade erleben. Wir werden ja von Wahnsinnigen regiert, es sind jede Menge Kriegstreiber auf der Welt unterwegs. Mhm. Es sieht für uns alle im Moment so aus, durch die ganzen Geschichten, die wir so hinter uns haben, Pandemie und der ganze Putin-Krieg. Jeder glaubt, Klimawandel, die Welt geht gerade unter. Ja. So, ich sage aber, das ist richtig alles, ja. Okay. Das wird vielleicht sogar passieren, aber wir werden trotzdem, wenn wir vernünftig sind, paradiesische Zustände erreichen, indem wir 6 verschiedene Technologien, die es alle heute schon gibt, anwenden und die werden uns auch retten. Ja. Vielleicht mal ganz kurz, mein Werdegang wissen die Zuschauer auf deinem Kanal nicht. Ich bin sehr, sehr belesen. Ich beschäftige mich mit erneuerbaren Energien seit 1979, seit 85 PV. Ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen zu dem Thema und komischerweise wirst du vielleicht bestätigen können, wir haben uns ja schon ein bisschen länger unterhalten, alles, was ich so propagiert habe die letzten Jahre, ist tatsächlich so eingetroffen. Wirklich beeindruckend. So, ja, das ist aber ja nichts anderes als logisches Nachdenken und man muss halt, das ist leider immer noch so, man muss ein bisschen lesen, um die Welt zu verstehen. So, und wir werden natürlich im Moment sind wir in einer Welt, die eine absolute Katastrophe darstellt, aber auch das wird ein Ende haben. Diese ganzen Irren, die jetzt im Moment hier unterwegs sind, werden wieder verschwinden. Die haben auch ein entsprechendes Alter. Sieht alles so aus, als wenn der Kalte Krieg wieder geboren wird. Ich selber komme aus dem Kalten Krieg. In der Zeit war ich Soldat bei der Bundesmarine. Das war auch kein Spaß, Leute, über uns schwebte permanent das Damoklesschwert des Atomkriegs. Das war kein Spaß. Wir sind da wieder. Das hat ganz miese Erinnerungen gerade geweckt. Gerade die gestrige Ankündigung von Putin. Wir werden auch mit Atomwaffen und ist grauenhaft das Ganze. Aber trotzdem, die Technologie wird es machen. Ich zähle mal die 6 Technologien auf. Mach mal. Und dann werden wir uns da mal drüber unterhalten. Also Leute, die 6 Technologien, die uns den Arsch retten werden, sind erneuerbare Energien, Elektromobilität, Robotik, spannend, 3D-Druck, künstliche Intelligenz und Kommunikation. Okay. Und darüber müssen wir jetzt einfach mal sprechen. Ja, bei vielen Punkten bin ich direkt bei der erneuerbaren Energien. Das leuchtet ein, Elektromobilität leuchtet ein, 3D-Druck, Robotik. Da kommen schon so ein paar Fragen auf, wo man sich eher fragt, okay, in welche Richtung soll das gehen? Lass uns einfach beim ersten starten, erneuerbare Energien. Ja, also erneuerbare Energien gibt es ewig schon, im Prinzip. Erneuerbare Energien auf Photovoltaikbasis seit 1958. Das sind die ersten Raketen und die ersten Satelliten. Sonst wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Die Firma Sharp hat die ersten Module entwickelt. Und der Rest an erneuerbaren Energien ist dann ja alles mitgewachsen. Und wir als Industrieland sind im Moment in der Situation, dass wir 50% erneuerbare Energien haben. Ist natürlich klar, alle anderen Länder, die kleiner sind, keine Industrie haben, die sind schneller da. Gerade mit Wasserkraft bist du da ruckzuck. Ich denke da an Norwegen, ich denke da an Venezuela oder so. Die haben das alle schneller. Aber wir sind ein Industrieland noch. Und wir haben jetzt 50% und ich sage, wir werden 100% erneuerbare Energien bekommen. Dazu müssen wir lächerlicherweise noch etwa 300 Gigawatt Wind bauen und wir müssen etwa 600 Gigawatt Photovoltaik noch bauen. Was nicht zu unterschätzen ist. Nein, ne? Das ist nicht zu unterschätzen. Wir müssen ja, im Moment brauchen wir 600 Milliarden Kilowattstunden an Strom diesem Land und wir werden auf 1200 Milliarden bis 1500 Milliarden Kilowattstunden Strom kommen, weil die Elektromobilität dazu kommt. Es kommt die Gaserzeugung dazu. Wir werden es machen müssen. Ich habe an der Regierung, kann ich jetzt mal was Gutes lassen. Die Strategie, die Regierung jetzt gemacht hat mit Backup-Systemen auf Gaskraftwerken, die 10 Gigawatt sind zu wenig, müssen 25 Gigawatt werden, müssen ungefähr 50 Kraftwerke werden. Gaskraftwerk heißt, es wird aus Gas Strom erzeugt. Genau, und wir werden das Gas werden wir, und das hört sich jetzt völlig utopisch an, werden wir aus erneuerbaren Energien machen. Okay. Das wird passieren und es wird ja weltweit dran gearbeitet, aber entscheidend ist, dass so ein Land wie Deutschland, ein Industrieland, wir machen es halt vor, keiner kann da im Moment dran glauben. Ich weiß aber, dass die Entwicklung nicht aufzuhalten ist und du musst mir einfach glauben, du bist noch sehr jung, ich habe das alles mitgemacht, wir sind eine außerordentliche Generation, wir haben die meisten technischen Entwicklungen die letzten 60 Jahre mitgemacht. Ich bin 61, du bist 21, uns trennen genau 40 Jahre und ich setze auf deine Generation, ich lasse nicht viel dran an der Z-Generation. Du gehörst Gott sei Dank nicht dazu. Aber ich lasse auch was Gutes an der Z-Generation. Ja. Sie haben einen Riesenvorteil. Okay. Sie können mit Computern umgehen.
Das können wir nicht. Also besser. Ich habe es bei dir gesehen, du bist uns da um Längen überlegen. Das ist ja auch gut so. Du bist aufgewachsen damit. Du kennst gar nichts anderes. Ich nicht. Ich muss mich da mühsam reinwürgen. So, also das werden die erneuerbaren Energien machen. Dann kommt der nächste Punkt, die Elektromobilität. Wir werden alles elektrisch mobil machen. Wir werden die Flugzeuge, das wird noch ein Riesenproblem werden. Kurzstrecken wird auch möglich sein, ansonsten mit Wasserstoff. Wir werden LKWs mobil machen. Elon Musk hat es mit dem Semitruck bei Pepsi-Cola gerade bewiesen. Und Pepsi-Cola hat gerade eine Studie veröffentlicht, 800 Kilometer und die fahren keine Chips durch die Gegend. 800 schaffen wir. 800 schafft er. Krass. Hat eine ganz besondere Antriebstechnik, das ist das Geile. Man muss sich da mal mit beschäftigen. Ja. Der Trick ist schon genial. Also von Mercedes hat man sich gewundert, dass sie nicht selbst drauf gekommen sind. Ja. Und ich fand das also bemerkenswert. Der Semitruck wird es machen. Wir werden, ich selber fahre dran, sieht ganz neu jetzt, von der vernünftigen Reichweite für da hier in der Gegend rumfahren als Servicefahrzeug, super. Und wir brauchen beide nicht reden, wir sind beide Tesla-Fahrer aus Überzeugung wahrscheinlich, vermute ich bei dir auch. Und die Reichweiten werden steigen. Jetzt ist der Roadster 2 angekündigt worden mit 1000 Kilometer Reichweite. Die Batterien, Akkus werden immer besser werden. Ja. Die Entwicklungen gehen weiter voran. So, das wird mit der Mobilität passieren. Die Welt wird elektrisch werden. Und wir werden die Fahrzeuge, und das ist das Interessante, wir müssen ja eine Speicherstruktur aufbauen. Mhm. Und die Fahrzeuge werden ein Teil der Speicherstruktur sein. Mhm. Ja, bidirektionales Laden, das Stichwort. Mhm. Ne? Wir haben es in einem Video davor gezeigt, rudimentär, wir wollen das machen, wir sind dabei. Mhm. Bidirektionales Laden, dummerweise erstmal mit VW, aber das lässt sich nicht ändern. Ja. So, also da wird schon verzahnt. Hier werden die erneuerbaren Energien mit der Elektromobilität, die Fahrzeuge werden aus erneuerbaren Energien geladen. Mhm. Ich habe es dir hier gezeigt. Wir laden. Wer das Video nicht gesehen hat, wir haben schon eine komplette Tour hier von Holgers Riesengelände gemacht. Schaut es gerne nochmal an. Ich war baff. Die Frage, die ich mir, beziehungsweise ich stelle sie mir eigentlich nicht, aber wenn ich so rumgehe und mit Freunden über Themen spreche und auch mit Älteren schon, kommt immer wieder die Sache auf, wie soll das die Infrastruktur leisten können, diesen Strombedarf? Du kennst die Frage sicherlich, ne? Wo soll das herkommen? Und in dem Sinne wird das ganze bidirektionale Quartiersbildung, was du alles schon angesprochen hast, ja noch viel essentieller, denke ich mal. Ja. Ne? Und ich sag dir mal ein Beispiel. Mein Vater war Raumfahrtingenieur, hat die Ariane 1 mit hochgebracht und eigentlich hochintelligent. Ja. Ich habe ihm schon als kleiner Junge gesagt, wir werden eines Tages Geräte, ich bin Star Trek-Fan und Star Wars-Fan. Ja, ich sehe hier schon die ganzen Filme. Ja, es ist ganz schlimm. Ich bin auch Bond-Fan. Ja. Und ich habe zu meinem Vater gesagt, wir werden Geräte in der Hand halten. Bei Star Trek, Captain Kirk hat das immer gezeigt. Ja. So schnapp und auf und konnte mit allen kommunizieren. Ja. Als Kind habe ich schon gesagt, diese Technologie werden wir eines Tages haben. Hat mein Vater hat zu mir gesagt, Raumfahrtingenieur, Triebwerksingenieur. Ja. Hat gesagt, im Leben nicht. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Ja. So, und deswegen darf man, sag niemals nie. So ist es. Also ich finde, das hat man auch, ich will jetzt keinen von den Punkten überspringen, wir kommen ja nachher noch zur künstlichen Intelligenz, aber gerade in dem Segment, ich habe gerade vor ein paar Wochen ein Video gemacht über Videogenerierung durch AI. Das sind Schritte, da hast du vor 2 Jahren gesagt, wie soll das möglich sein? Und jetzt ist es da, jeder kann es benutzen, bietet natürlich auch viele Gefahren, die damit einhergehen können. Aber man sieht einfach, wie schnell dieses Vorgehen ist. Ne? Man hat ja immer das Gefühl, technisch haben wir irgendwie ein Limit erreicht. Die technische Entwicklung bei Computer, bei Chips geht langsamer voran. Ist auch in einer gewissen Weise sicherlich so, weil irgendwo kommst du an physische Limits ran, ne? Das ist klar. Aber das Mooresche Gesetz gilt immer noch. So, genau. Und künstliche Intelligenz ist so ein neues Riesenthema, wo sich viele noch gar nicht überhaupt darüber bewusst sind, was das in Zukunft bewirken wird. Und wenn du eine Exponentialkurve kennst, dann weißt du, wenn wir in die Steigung der Kurve kommen, wir sind im Moment, ist die Kurve da. Wir sind so, schon so ein bisschen. Das ist ja eine quadratische Funktion. Ja. Und wir kommen in die Steigung rein. So war es mit den erneuerbaren Energien, so war es mit der Elektromobilität, so war es mit den Handys, so war es mit dem Internet, so war es mit dem PC. All diese Technologien sind ganz langsam in diese Kurve eingestiegen und auf einmal geht es nach oben und dann ist da kein Halten mehr. Ja. Na, und deswegen sind diese 6 Punkte so wichtig, weil sie ineinander verzahnt werden und die werden uns am Ende technologisch so weit bringen, dass wir paradiesische Zustände erreichen. Nehmen wir jetzt als nächsten Punkt die Robotik. 3D-Druck würde ich machen. Vielleicht. Ja, machen wir erst gerade. 3D-Druck, das ist nämlich so ein Ding, ich selber liebe 3D-Druck. Ne? Ich habe bei mir auch schon mehrere 3D-Drucker gehabt. Wir haben es auch oft schon in DIY-Projekten benutzt, kleine Gehäuse drucken, Adapterchen, Ersatzteile, was es alles gibt. Wie kommt jetzt 3D-Druck deiner Meinung nach in dieses... Ja, also wie gesagt, 3D-Druck gibt es schon lange, kann sich jeder kaufen. Mhm. Und ich habe neulich durch Zufall, so ist das mit da in das Thema reingekommen, ich beschäftige mich schon länger damit. Wir stellen am Ende des Videos auch eine Buchreihe vor, wo man sich an das Thema so ein bisschen eingrufen kann. Mhm. Und 3D-Druck bei Airbus. Okay.
Da hatte ich bei Tesla mal wieder in der Servicestation gewartet, dass der Tesla fertig wird. Ja. Habe ich einen Typ kennengelernt, ich bin ja so kommunikativ drauf, ich quatsche ja alle an. Ja. Und der war bei Airbus und der hat dann mal erzählt, die drucken schon für die Airbusse okay unfassbar viel Kleinteile. Ja. Und da sind Gewichtseinsparungen von 30% möglich. Wow. So, und wenn ich das jetzt mal weiterspinne, sind wir wieder bei Star Trek, der Replikator, der da gezeigt wird. Ja. Ne? Die brauchen irgendein Teil, drücken auf den Replikator, zack, ist das Teil da. Ja, ja. So, und ich glaube, dass es am Anfang wird es Shops geben, wo du hingehst. Und wir müssen ja sehen, dass wir in eine sogenannte Kreislaufwirtschaft kommen. Wir müssen die Geräte, die wir benutzen, reparieren können. Es hakt ja manchmal an kleinsten Ersatzteilen, das weißt du. Kleines Metallplättchen, was dir abbricht. Oder so ein Pinopka, der irgendwo sitzt und geht nicht. Ja. Ne, gibt es nicht mehr. Ich habe mit meinem schönen Samsung-Kühlschrank gerade so ein Ding, da brauchte ich auch so ein Teil. Okay. Habe ich nicht. Ich habe auch keine Datei, die ich hätte drucken können, also geht das nicht. Wir werden Shops haben, da gehst du hin und holst dir die entsprechende Datei, das wird dann millionenfach im Internet da sein, holst dir das Teil, ziehst das raus und dann sagst du so, die, in der Qualität muss ich das drucken. Ja. Das glaube ich, dass das so kommt, weil 3D-Druck wird im Moment noch völlig unterschätzt. Und 3D-Druck wird die Produktionsgeschichte völlig revolutionieren. Ich kann ja viel, viel einfacher produzieren. Naja, ja? Ich merke das jetzt schon. Ich kenne viele, die so mit ihrem Business gerade starten wollen, kleine Elektronikprodukte fertigen und da sind Spritzformen für Spritzguss oder was auch immer viel zu teuer. Kann man nicht bezahlen. Das kann niemand bezahlen. Nein. Ein 3D-Drucker stellst du für, die fangen ja bei 400 Euro mittlerweile an, stellst du hin, druckst das. Für 700 Euro kriegst du schon einen, die Qualität ist 1A, da siehst du nicht mal mehr die Spalten zwischen. Nein, die, das also ist die Layer, ne? Ein Elektronikkumpel von mir, der eine eigene Fertigung hat, der macht alles mit 3D. Ja. Und nochmal zu dem Airbus zurück. Wenn ihr nächstes Mal in Airbus einsteigt, wenn er neuer ist, guckt euch mal die Scharniere an den Kabinentüren. Ja. 3D gedruckt. Ja, solange die Tür nicht rausfliegt, haben wir doch gerade erst wieder was. Und da ist eine ganze Wand abgehauen. Ja, ne? Genau. Aber ich finde das mega interessant. Ja. 3D-Druck und jetzt verzahnen wir ja weiter. 3D-Druck wird natürlich Energie brauchen. Das kommt wieder aus den Erneuerbaren. Ja. Die Zufuhr von Material zu den Druckmaschinen wird wieder verstehst du? Es fängt an, ineinander zu laufen. Ja, ja. Ne? Das Material wird wahrscheinlich aus recyceltem Plastik dann wiederhergestellt. Ne? Also. Die Kreislaufwirtschaft, wo wir bei der Stahlindustrie schon sind, da sind wir bei 94% Recycling. Stimmt. Wir müssen komplett in eine Kreislaufwirtschaft kommen. Ja. Und wir werden es sogar schaffen, CO2 aus der Luft zu holen. Es gibt zwei Arten, es zu machen, Bäume pflanzen, in riesengroßen Mengen, was auch jede Menge Projekte sind. Wir haben da neulich auch wieder drüber gedreht. Also Bäume pflanzen bringt eine Menge. Und was natürlich ist, in den Großstädten müssen wir es mit Maschinen machen, die wieder mit erneuerbaren Energien gefüttert werden. Es gibt eine Firma in der Schweiz, die heißt Climax, die sind schon in der Lage dazu und stellen es Gewächshäusern wieder als CO2 zur Verfügung. Das wusste ich gar nicht. Ja, es ist hochinteressant. Spannend. Ich sage, wir kommen immer wieder, wenn die Zahnräder anfangen, ineinander zu laufen. Ja. Da sind wir noch weit von weg. Ja. Ich will auch nicht sagen, das ist gleich morgen passiert. Es wird vielleicht ein oder zwei Generationen dauern. Ja. Ich hoffe, eine Generation. Ja. Ne? So, und das wäre der 3D-Druck, der für mich essentiell wichtig ist in der Zukunft, was Produktionstechniken anbelangt. Ne? Und man sieht, Elon Musk macht schon ganze Autos, die drucken das nicht, aber die machen das Ding aus einem Stück quasi. Ja, ja, genau. Wir müssen ja die Produkte, müssen wir ja letztendlich günstiger hinkriegen. Weil ich sage jetzt noch was Brutales, wir kommen ja gleich zur Robotik. Das Ganze wird am Ende dazu führen, zum bedingungslosen Grundeinkommen, zu einer anderen politischen Struktur, die nennt sich Equilibrismus. Okay. Hast du wahrscheinlich auch noch nichts von gehört? Habe ich noch nicht gehört. Fast. Nein. Ich sage das ganz kurz, weil wir gleich dazu ein Buch vorstellen. Wer da mehr wissen will, kann sich da einlesen. Ja. Equilibrismus vereint alles, was es bis jetzt an politischen Strukturen gegeben hat, nur das Beste raus auf einen einzigen Punkt. Okay. Man will den Equilibrismus immer mal auf einer Insel ausprobieren, weil du musst es auf einer Insel ausprobieren, wo die Bedingungen einfach so sind, dass nicht einer wieder der Reichste werden kann. Ja. Ne? Okay. Das ist ja das Problem des Kapitalismus. Am Ende gehört einem alles. Wir spielen hier Monopoly in unserem Land. Nicht auf der ganzen Welt spielen wir Monopoly. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer und irgendwann gibt es einen, der hat alles. Ja. Monopoly gewonnen. So, und das ist das Interessante. Wir werden zum bedingungslosen Grundeinkommen kommen. Wir werden auch nicht mehr so viel arbeiten müssen. Ne? Okay. Jetzt, ja, gerade wo das Thema Robotik kommt. Ne? Jetzt das kommt Robotik, genau. Die große Frage. Ich sage, und da muss man sich einfach mal angucken, Boston Dynamics, interessant, was die Roboter schon leisten. Ja, der Fortschritt über die letzten Jahre. Der Wahnsinn, der Fortschritt in den letzten Jahren. Ich weiß noch, wie zu meiner Kinderzeit, wie ich die ersten Roboter gesehen habe in Filmtalken, eine Katastrophe, das kannst du nicht ernst nehmen. Ja, ich blende euch hier einfach mal einen kleinen Vor- und Nachvergleich ein, wie Boston Dynamics noch vor 10 Jahren aussah, was die Dinger jetzt können. Weil ist geil, wenn du das machst. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist Wahnsinn. So, dann guck dir Elon Musk an. Optimus. Klar. Und die Robotik wird uns Arbeit abnehmen.
Pflegekräftemangel. Ja. Standardarbeiten können die durchführen. Natürlich muss es noch Ansprechpersonen geben. Aber kommt dann wieder die künstliche Intelligenz, wo wir gleich zu kommen. Ja. Mit den Robotern wird man reden können. Ja. Man wird auf einer gewissen Ebene nicht mehr unterscheiden können. Ist das ein Mensch, der mit mir spricht? Sie werden auch menschenähnlicher werden. Mhm. Ja, und wir brauchen diese Robotik, brauchen wir, um all die Aufgaben zu erledigen, die wir nicht mehr machen wollen, die wir vielleicht auch gar nicht mehr können. Mhm. Vielleicht, weil die Umwelt so im Eimer ist, dass wir Roboter an die Stellen schicken müssen. Mhm. Ne, hätten wir damals bei der Tschernobyl-Katastrophe richtige Roboter schon gehabt, wären nicht so viele Menschen gestorben vielleicht. So, und das sind die Themen für die Robotik, dass wir Menschen quasi entlastet werden. Und das ist auch der Grund, warum letztendlich das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt wird. Dann werden viele jetzt sagen, wer soll das bezahlen, wer soll das bezahlen? Ja, das ist das Irre daran. Man hat ja festgestellt, dass das tatsächlich bezahlbar ist. Okay. Und Menschen, die um ihre Existenz nicht mehr fürchten müssen, wo die Wohnung bezahlt ist, wo die Energie bezahlt ist, wo das Auto vielleicht bezahlt ist, wo das alles gesichert ist, werden sich nicht faul in die Ecke setzen. Den Bodensatz von 5% in der Gesellschaft, den hast du immer, da kannst du nichts gegen tun. Mhm. Aber der Mensch ist von sich aus getrieben, der will was machen. Und vielleicht werden die Menschen sich organisieren, werden Freizeit entsprechend andere Leute pflegen in der Freizeit, werden, da weiß ich nicht, wie das gehen soll. Oder? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, ne? Weil ich glaube, wo man immer bei sowas drauf achten muss, und ich glaube, das werden jetzt auch viele an den Monitoren denken, wo die Menschlichkeit am Ende übrig bleibt, ne? Wo du jetzt drüber gesprochen hast, Pflegekräfte und so weiter. Ich glaube, dem Alten, gerade bei den alten Menschen, ist diese Menschlichkeit ganz wichtig, ne? Und natürlich, AI wird das ersetzen können, rein kommunikativ, ne? Aber was menschliche Berührung und sowas, glaube ich, angeht. Das ist natürlich, das sind alles so große Fragen, da kann man auch nur mutmaßen heutzutage. Ne? Wir wissen alle nicht, wie sieht es in 20, 30 Jahren aus. Ich führe da gerne ein Beispiel an. Früher hat man gedacht, wie die Eisenbahn aufkam, man kann nicht schneller fahren als 25 Kilometer pro Stunde, danach zerreißt es den Mensch. Das kann man den Menschen nicht zumuten. So, und wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dem Menschen kann man einiges zumuten. Man überlege mal, was wir in den letzten 250 Jahren für einen Sprung gemacht haben. Uns gibt es aktiv hier auf der Erde 10.000 Jahre und den Menschen gibt es etwa 500.000 Jahre, den Homo sapiens. Und seit 10.000 Jahren, Schrift haben wir erst, also überhaupt schriftlich überliefert haben wir seit 6.000 Jahren. Und was haben wir für Veränderungen mitgemacht? Ich glaube ganz fest daran, dass die Menschheit das, wenn diese Technologien, und die sind ja alle da, wenn die jetzt in Massen kommen, dass die Menschheit es schafft. Daran glaube ich ganz fest. Ja, super spannend. So, super und spannend. Da sind wir beim nächsten Thema. KI. Künstliche KI. Intelligenz. Ich beschäftige mich schon sehr lange. Ich habe einen Kumpel früher gehabt, der hat schon damals geforscht in dem Bereich. Okay. Neuronale Netze und solche Sachen. Und mit dem habe ich neulich telefoniert. Holger, weißt du noch, vor 30 Jahren? Ja. Ja, sag ich, jetzt wird's ernst. Ne? Ja, ja. Und ich habe neulich mit Frank Farenski, dem Filmemacher, haben wir einen Versuch gestartet. Ja. Sagte Holger, wir werden mal was machen. Wir werden bei ChatGPT mal eingeben, brauche ein Dossier über Holger Laudelein. Okay. Ich habe gesagt, Frank, lass das bleiben, da kommt nur Unsinn raus. Ja. Nein. Das ist Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn. Es hat mich so umgehauen. Ich kann dir das Dossier gerne schicken. Ja, ja. Ich habe es auf dem Handy drauf. Ich kann es ja einfach mal aus Witz, ich gebe es mal selber ein, blende euch mal rein, was jetzt ja, da rumkommt. Mach das mal. Weil das ist ja das Wahnsinnige. Ne? Ich habe das auch probiert. ChatGPT gibt es ja, glaube ich, aktiv. Ich blende euch die richtige Zahl ein, aber ich bin der Meinung, seit 2 oder 3 Jahren. So lange ist das ja noch nicht da. Und ich finde, mit diesem Schlag, ChatGPT ist ja nur einer von vielen, ne? Aber der größte Player, gerade OpenAI, um es besser zu sagen. Ne? Übrigens von Elon Musk mitgegründet, OpenAI. Ja, ne? Ja, da schließen sich auch wieder. Ja, hier. Ja, aber was da für ein Schlag durch Industrien gegangen ist, ist schon der Wahnsinn. Und natürlich ist das auf der einen Seite positiv, aber auch negativ auf einer bestimmten Weise. Ne? Also ich selber schätze das sehr. Ich arbeite mittlerweile fast täglich mit KI, mit ChatGPT. Ich programmiere viel und früher war es bei mir immer so, wenn ich an irgendeinem Punkt beim Programmieren kommst du immer an einen Fehler. Du hast irgendeinen Bug, du weißt nicht, wie du ihn lösen sollst. So. Und vor 2 Jahren bin ich einfach bei Google reingegangen und habe mir das hergelesen aus Foren. Hat bestimmt 10, 20 Minuten gedauert, bis ich dann durch Trial and Error was gefunden habe. Heute kopiere ich das bei ChatGPT rein, kriege 2, 3 Lösungsansätze. Meistens funktionieren alle mit anderen Strukturen und dir wird es auch noch erklärt, was da gerade passiert. Und auf der einen Seite verstehe ich die Leute, die dann sagen, wo ist das selber Denken dann, ne? Weil das ja alles nur noch für dich gemacht wird. Auf der anderen Seite sehe ich auch so ein bisschen, es ist irgendwie effektiveres Lernen, du lernst schneller. Du schaffst mehr Platz für den Rest. So ist es, aber du musst es auch dann wollen. Ne? Also ich sehe es auch als großes Problem gerade bei der Schule aktuell. Ne? Also wenn ich mir vorgestellt hätte, ich hätte
ab der 8. Klasse oder so ChatGPT gab, wo es ja jetzt Millionen Kinder von gibt. Scheißdreck hätte ich getan und das selber geschrieben. Ne? Ich hätte mir das AI generiert und dann irgendwie wahrscheinlich nochmal umgeschrieben ein bisschen, dass es vielleicht nicht auffällt. Aber das sind auch diese Gefahren, wo wir, glaube ich, reinkommen. Ja, es ist ja auch ganz wichtig bei KI, an die Zielvereinbarung zu denken. Ich stelle da gleich ein Buch vor. Ich habe bewusst ein paar Bücher dabei, die als Romane gestaltet sind, weil wir wissen ja, Science Fiction hat oft die Wirklichkeit vorweggenommen. Ja. Und deswegen finde ich auch, weil das Reinlesen in das Thema ist leichter. Mhm. In der Regel sind das ja auch die Science-Fiction-Autoren, sind ja auch naturwissenschaftlich gebildet. Und ich glaube einfach, die KI, wenn wir die Zielvereinbarung richtig treffen, es ist eine Gefahr da. Es ist bei KI eine Riesengefahr da, dass sie sich verselbstständigt und dass sie wirklich Schaden anrichtet. Mhm. Und diese sogenannten Zielvereinbarungen, da geht es ja bei KI drum am Ende. Und die muss richtig getroffen werden. Und ich glaube, was ich dir eben schon sagte, KI lässt uns mehr Platz. Ich habe neulich zum Beispiel ein Gutachten, wo ich nie Bock drauf habe. Ja. Ich habe gedacht, jetzt gib mal ein paar Schlagworte ein, vielleicht macht er das. Ja. Zack, war das Gutachten da. Ich denke, das ist ja geil. Ja. Du hast es natürlich dann nochmal übergelesen. Ich habe die Kommasetzung war scheiße und ein paar Kleinigkeiten. Ja, ja. Ne? Und dann Bilder eingefügt von einem Ortstermin und ich denke, das ist ja geil. Komm, Knopf gedrückt, dem Richter geschickt, alles gut. Ja, Wahnsinn. Das fand ich schon beeindruckend und ich glaube, da stehen wir am Rand der Entwicklung. Es ist der absolute Anfang. Also was da noch alles kommt, das wird der Wahnsinn sein. Was du eben schon sagst, ist mit einer Verselbstständigung. Davor habe ich gar nicht so doll Angst, weil ich glaube, wir werden es lange schaffen, die künstliche Intelligenz in dem Rahmen zu begrenzen, was sie kann. Das hoffe trotzdem, ich auch, das muss, sonst haben wir alle verloren. Sonst haben wir verloren. So, aber trotzdem wird es immer die geben, die diese Grenzen austesten. Und das hat man bei ChatGPT auch gemerkt. ChatGPT kam und sofort kannte auf einmal ChatGPT, das ging ja rasend schnell. Und natürlich kamen dann auch die Entwickler, die was im Kopf haben, die programmieren können und haben ihre eigenen Modelle entwickelt, die dann auf einer bestimmten Weise nicht reguliert sind. Ne? ChatGPT hat diese Regulierung drin, ne? Bestimmte Sachen kann man damit nicht schreiben, generieren. Kann man sogar ausprobieren, aber es gibt diese unregulierten Modelle und da ist, glaube ich, auch der große Schaden drin, weil wir jetzt irgendwann, ich würde sogar sagen, wir sind jetzt schon am Punkt, es hängt nur noch an deinen Gedanken. Du kannst alles machen. Es ist nur noch deine Imagination, deine Vorstellungskraft ist das, was dich gerade zügelt. Sonst kannst du alles machen. Und wir müssen richtig abbiegen jetzt. Das ist es. Links geht's in die Hölle, rechts geht's ins Paradies. Ja. Und diese Gabelung, die müssen wir finden, gerade bei KI. Weil KI ist die Schlüsseltechnologie für alles andere. Mhm. Na? Mhm. Gut. Kommunikation ist natürlich, Internet war der Vorreiter, was Kommunikation anbelangt. Ich sehe Starlink ganz weit vorne als Kommunikationstechnologie und der will nicht allen das Internet bringen, der will seine Autos steuern. Ja, das ist das. Außerdem arbeitet er selber an einem KI-Projekt, Dojo. Interessant ohne Ende. Also, und hier sind wir an einem Punkt, hier ist ein Unternehmer, Elon Musk, der anfängt auch komplett diese Dinge zusammenzupacken. Ja. Ja, gerade Kommunikation, er schießt im Moment mit jedem Schuss von der SpaceX werden 60 Satelliten geschossen. 44.000 müssen, glaube ich, hoch, 7.000 sind oben. Ja. Es ist unglaublich, was Kommunikation bewirken wird. Mhm. Und das ist auch interessant für den Rest der Welt. Wir werden natürlich Klimaprobleme kriegen ohne Ende, wir werden Klimaflüchtlinge kriegen, alles. Aber das kann man alles regeln mit einer ganz einfachen Sache. Wir müssen an einem Punkt der Erde immer drei Dinge bringen. Mhm. Kommunikation, Mobilität und Energie. Was wird sich immer entwickeln? Okay. Immer Geschäft, Business. Wir müssen quasi, das hört sich jetzt überspitzt an, aber ich habe das vor ganz vielen Jahren schon gesagt, wir müssen alle lernen, selbstständig zu werden. Das geht gar nicht anders. Jeder muss irgendwie in der Lage sein, sich selbstständig in dieser Welt zu bewegen. Und da werden uns diese Technologien helfen. Ja, wir müssen diesen Völkern, die jetzt alle nicht wissen, wo es lang geht, denen müssen wir helfen, diese Technologien auch entsprechend einzusetzen. Und deswegen glaube ich da ganz, ganz fest dran, dass diese 6 Technologien dazu führen werden, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Es ist das erste Buch, was ich jedem empfehlen kann, ist Jeremy Rifkin, die Null-Grenzkosten-Gesellschaft. Weil das ist ganz interessant. Wir müssen ja, diese Systeme, die wir da aufbauen, sind Null-Grenzkosten-Systeme. Mhm. Als Beispiel, das Telefonnetz war auch ein Null-Grenzkosten-System. Musste man einmal bauen und danach haben alle nur Geld verdient, die es betrieben haben. So, und das ist ja ähnlich. Wir bauen ja erneuerbare Energien, es ist ja alles das Gleiche. Ja. Wir schaffen ein System, Null-Grenzkosten. Mhm. Und gut. Das zweite Buch, was ich jedem empfehlen kann, ich muss noch mal eben kurz gucken. Ja, das ist die Erklärung Equilibrismus. Mhm. Wir müssen zu einer ganz anderen Staatsform kommen. Das ist jetzt, es bleibt bei Demokratie selbstverständlich, aber wir müssen zu einer ganz anderen
Staatsformmöglichkeit kommen. Okay. Dass die jetzige Staatsform, das ist jetzt nicht so optimal. Aber kann man sich mal reinlesen. Dann dazu der passende Roman, das Tahiti-Projekt. Dort ist das mal verwirklicht worden, allerdings als Öko-Thriller. Okay. Dann ein Buch, die Ökodiktatur, mega interessant. Die zeigt, was passiert, wenn wir das alles nicht tun. Okay. Sollte man durchlesen. Mhm. Die Welt wollen wir nicht. Okay. Dann Ernst Ulrich von Weizsäcker, eins meiner Lieblingsbücher, Wir sind dran, okay. Was wir ändern müssen, wenn wir bleiben wollen. Mhm. Wir müssen ganz klar sagen, wenn wir so weitermachen wie bisher, sind das keine 150 Jahre mehr, dann Wiedersehen Menschheit. Und wir sind im Bereich der Erde, die es 4 Milliarden Jahre gibt, sind wir noch nicht mal ein Wimpernschlag. Mhm. Ne? Und wir haben in den 250 aktiven Jahren, die wir jetzt hier mit Energie rumasen, haben wir viel Schaden angerichtet. Ne? So, dann kommt ein Buch, natürlich Elon Musk, die aktuelle Biografie, kann ich nur jedem empfehlen. Natürlich ist dieser Mann wahnsinnig, aber es werden alle paar Jahrzehnte solche Typen gebraucht. Ne, Steve Jobs war ähnlich, Bill Gates. Wo wären wir, wenn wir diese Leute heute nicht gehabt hätten? Ja, weil Entwicklungen kommen nur aus dem privaten Unternehmertum. Ein Land, eine Regierung, ein Beamtentum geht nichts an. Die sind froh, wenn sie da auf ihrem Sessel sitzen und möglichst nichts machen müssen. So, und dann kommt Virtua, Karl Olsberg, kann ich eben nur empfehlen, wenn einer wissen will, wenn die KI außer Kontrolle gerät. Okay. Was kann passieren? Es kann das Ende der Menschheit sein. Ist als Roman geschrieben, aber von einem Autor, der halt aus der KI auch kommt. Mhm. Und insofern ist das Buch sehr, sehr gut. Ja, klingt wirklich spannend. Und dann, was ich ganz interessant fand, es gibt bei Elon Musk, ich bin ja ein Fan von Elon Musk, ja. Der dich jetzt auch wieder gesteinigt werden. Haben die Leute, glaube ich, schon mitbekommen. Ja, gut, ich verfolge den seit 2003, seit er Tesla quasi übernommen hat. Mhm. Und er hat 5 Lieblingsbücher. Elon Musk hat 5 Lieblingsbücher und 4 sind deckungsgleich mit meinen Lieblingsbüchern. Okay. Das fand ich merkwürdig. Ja. Und da fangen wir auch mal an, natürlich Steve Jobs. Wenn man wissen will, wie man was aufzieht, sollte man das Buch lesen, schonungslos. Der Mann war auch ein Wahnsinniger. Mhm. Und ein ganz unangenehmer Mensch, natürlich. Ist ja Elon Musk auch. Ja. Das ist ja ein Verrückter. So, dann Zero to One von Peter Thiel. Peter Thiel hat mal mit Elon Musk die erste Firma gegründet. Mhm. PayPal gehörte, PayPal. Und Zero to One erklärt uns, wie Innovation unsere Gesellschaft rettet. Okay. Also ein mega spannendes Buch. Dann, das ist nicht mein Lieblingsbuch, das kannte ich. Ich kannte das Buch, aber es gehörte nicht zu meinen. Das ist ein Elon Musk-Buch. Adam Smith, Der Wohlstand der Nationen. 200 Jahre alt, das Buch. Wow. Die Regeln gelten immer noch. Okay. Sollte man sich mal antun, wenn man über Kapitalismus, über Wirtschaft mal was wissen muss, wie sich eine Wirtschaft entwickelt, wie wird Wohlstand erzeugt. Okay. Ist interessant, gilt heute noch, die Thesen. Dann Nick Bostrom, Superintelligenz, da geht es um KI. Okay. Sollte man vielleicht mal, wenn man sich ernsthaft damit beschäftigt, da auch mal reingucken. Ist interessant. Gott sei Dank gibt es die Bücher alle online. Ne? So, und dann Max Tegmark, Leben 3.0. Ne? Ein großes, das ist also auch interessant. Wie gehen wir mit künstlicher Intelligenz um? Ja, und das sind die Bücher. Wenn man in das Thema einsteigen will, wie wir paradiesische Zustände erreichen, müsst ihr da mal reingucken. Die helfen euch dabei und dann müsst ihr weitermachen oder auch es lassen. Ja. Super, super spannend. Leute, wir haben jetzt hier lang geredet und mich interessiert natürlich, oder uns beide, glaube ich, so ein bisschen die Meinung von den Leuten. Ja. Ne? Was denkt ihr zu dem Ganzen? Stimmt ihr unseren Punkten zu, die wir jetzt hier aufgezählt haben? Würdet ihr noch welche hinzufügen? Würdet ihr welche rausnehmen? Seht ihr was kritisch oder so? Ich glaube, da kann man ganz cool in Austausch kommen, auch die Leute untereinander in den Kommentaren. Und das war jetzt mal ein anderes Video, als ihr es eigentlich gewohnt seid auf meinem Kanal. Ne? Ich bin sonst auch nicht gewohnt, hier so 30-Minuten-Videos rauszuballern. Aber ich glaube auch, wir sind halt gerade an einem Punkt, wo sich jeder mit Themen, und wir haben jetzt viele Themen angesprochen, sich einfach beschäftigen sollte und auch muss, um zu wissen, wie es weitergeht. Um für sich selber auch zu wissen, was bedeutet das überhaupt alles, was jetzt kommt. Ne? Ja. Und was kann ich vielleicht auch selber, gerade wenn wir über die erneuerbaren Energien sprechen, tun, um meinen Teil dazu zu leisten, um paradiesische Zustände zu erreichen. Ne? So kann man es ganz gut sagen. Ja, und ich würde sagen, das Video beenden wir jetzt. Ne? So machen wir das, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, abonniert gern und ansonsten sagen wir ciao, ciao. Wir sehen uns im Paradies.